Ja moinsen, meine Bruts, und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part waren wir hier in der Kammer der Kapriolen und wollten heute eigentlich mit den nächsten Bereichen weitermachen. Aber ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Das ist so ein bisschen das Problem. Das kann ich mir nicht leisten. Ich habe, glaube ich, keine weiteren Portalkugeln mehr, um in die nächsten Bereiche vorzudringen. Wir könnten zwar hier oben reingehen, aber die Frage ist, wozu? Da ist eh nur eine Truhe wahrscheinlich hinter und das lohnt sich nicht. Und ja, ich war zu faul, um mir weitere Portalkugeln zu gönnen, obwohl ich es eigentlich machen wollte, aber ja. Ich denke sowieso, dass dieser Ort nicht dazu da ist, um das in einem Ruckzuck durchzuziehen. Um das in einem Rutsch zu machen, deswegen lassen wir die Kammer der Kapriolen hinter uns fürs Erste. Ich sammle offscreen weiter Portalkugeln und wenn ich genug habe, dann gehen wir da nochmal rein. Aber jetzt erstmal, lass uns mal eine andere Quest machen. Statt immer nur die Kammer der Kapriolen und ich kotze ab, weil die Challenges da so cringe sind. Grüße gehen raus an, na, den zweiten Challenge-Raum, wo wir unser gesamtes Geld abgeknöpft bekommen haben und wir uns durch Kämpfe genug Geld verdienen mussten, um den zweiten Challenge-Raum abschließen zu können. Ergo, richtig cringe. So, wir haben hier wahrscheinlich so eine Art Fahrradrennen oder so. Hey, bist du etwa Nathan? Mac hat viel von dir erzählt. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Hast du ein Fahrrad, Nathan? Ja, ich hab eins. Perfekt. Wir veranstalten gleich ein Radrennen mit den Kindern aus unserer Klasse. Aber uns hat noch ein Teilnehmer gefehlt. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Natürlich. Ein Fahrradrennen mit Clyde und Freunden, eine Runde um North Beach rum. Erfolg hängt von der Strategie ab. 190 EP und Faust und Fuß Band 2. Ekstase, North Beach Rennen. Generell würde ich auch ganz gerne diesen Part dazu nutzen, um irgendwie alle Radrennen abzuschließen, aber ich weiß halt nicht von vielen Radrennen. Ich weiß nur von zweien, und zwar ein Radrennen in Lenzhausen-Neudorf vor der Schule und ein Radrennen hier. In North Beach. Ich bin dabei. Genau das wollte ich hören. Die anderen warten bereits, also sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Wir können von mir aus gerne starten. Das Ding ist einfach nur so, ich wette, dass man hier irgendwie gegen drei Gegner fährt, also insgesamt mit vier Teilnehmern. In dem Sinne, ja, let's go. Cody, Cooper, wir haben genug Teilnehmer. Nathan wird mit uns fahren. Also gut, das Rennen kann beginnen. Danke, Clyde. Schön, dich zu treffen, Nathan. Gleichfalls. Jetzt, wo du es sagst, Mac hat erwähnt, dass er neuer Junge in der Stadt ist. Aber eigentlich ist egal, wer du bist. Denn ich werde so oder so gewinnen. Friss meinen Staub, Cody. Pah, frisst du meinen Staub, Cooper? Große Klappe für jemanden, der noch nie gewonnen hat. Ach komm, sei bloß still. Sonst klatscht die gleich eine rein. Haben die beiden ein Problem miteinander? Nee, die sind immer so drauf. Mach dir keine Gedanken. Cooper, beruhig dich bitte. Wir sind alle startklar, oder? Hä? Oh, du hast recht. Dann lasst uns anfangen, mein Gott hier. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt, wie das Radrennen hier in Yo-Kai Watch 3 aussieht. Ich glaube, es dürfte unser erstes Radrennen. Nee, wobei. Wir hatten schon mal eins gehabt. In Nerd Egg. Und da war das auch so von wegen, dass man hier taktisch fahren musste. Mit Marathonikums zum Beispiel. Und Yo-Kai, die einen den Weg versperren. Also quasi genauso wie in Yo-Kai Watch 2 auch. Aber wir haben das nächste Marathonikum gezogen und können hier vorbeischlittern. Wohin? Ach, hier hoch! Oh Gott! Oh Gott, noch ein Marathonikum gezogen. Alter, wir werden ja so hart an den vorbeiziehen. Also, sieht jedenfalls so aus, ne? Bei so vielen Marathonikums, die wir gezogen haben, plus bei so vielen Yo-Kai, die uns... muss ich hier hoch? Ja, scheinbar. Oder? Ja, muss ich. Oh Gott, ich bin so am Palavern. Junge. Aber ja, es gibt natürlich hier Yo-Kai, die uns verschnellern. Ihr seht das, die uns einen schnellen Boost geben. Und Yo-Kai, die uns den Weg versperren wollen. Gegner, Yo-Kai, die uns mit ihren Beseelungen verlangsamen. Es gibt Items wie Marathonikum und ein Talisman, der uns schneller macht. Es gibt Rampen, von daher voll nice. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier eine schnellere Zeit
an den Tag legen können. Ich habe halt an einigen Stellen voll palavert, aber ich glaube, unter 55 Sekunden kann man es hier auf jeden Fall schaffen. Fakt ist aber erstmal, wir haben dieses Radrennen für uns entschieden. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie so eine stärkere Version von oder so. Hurra, erster Platz! Wow, unglaublich, du hast wirklich gegen Cody gewonnen. Ich habe verloren? Du bist echt ziemlich gut, Nathan, das muss ich dir lassen. Aber beim nächsten Mal verliere ich nicht. Das werden wir ja sehen. Wie könntest du nur vor mir gegen Cody gewinnen? Das lasse ich dir nicht durchgehen. Da regt sich aber jemand auf. Das bin übrigens ich. Ich kann auch sehr schlecht verlieren. Tut mir leid. So ist Cooper einfach. Lass ihn ruhig. Nathan, Cody, nächstes Mal gewinne ich. Also, fahr bald wieder mit uns. Sei bloß nicht feige. Schon gut. Du kannst gerne jederzeit wiederkommen, Nathan. Wenn du wieder ein Radrennen fahren willst, dann sag einfach Bescheid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das besondere Design Blue Bolt für dein Fahrrad ist nun bei Wild Wheels in North Beach erhältlich. Ah, okay, cool. Und die Quest ist erledigt. Eine sehr schnelle Quest, aber es ist auch ein Radrennen. Und da gibt es ja nicht viel zu machen, als Rad zu fahren. Und zu versuchen, Erster zu werden. Und ich weiß nicht so genau, was wir jetzt bekommen, wenn wir unter 55 Sekunden kommen. Es gibt, oder es gab damals in Yo-Kai Watch 2 verschiedene, wie sagt man es am besten? Da gab es Auszeichnungen in den Ingame-Files. Also es gab Ingame-Belohnungen, besser gesagt diese Trophäen, wenn man etwas Bestimmtes geschafft hat. Und beim Radrennen war das so in Yo-Kai Watch 2, dass man bei einer bestimmten Zeit, die man hingelegt hat, naja, dass man dort halt eben eine bessere Auszeichnung bekommen hat. Das heißt, wenn man unter so und so viele Sekunden ins Ziel gekommen ist, dass man dort dann eben eine Auszeichnung bekommen hat. Ja. Machen wir nochmal ein Radrennen. Oder darf ich nicht? Hä, Leute, wir dürfen keine Radrennen fahren, obwohl uns gesagt worden ist, ja, komm Kai, los. Leg dich mit uns an. Aber okay, kein Problem. Gut, machen wir die nächste Quest hier. Bei Tomnian bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen soll, ne? Lol. Ich wollte gerade sagen, das sah mir aus nach einem Yokai. Es ist auch ein Yokai. War das nicht ein Yo-Bandit? Er rennt weg! Dann let's go. Wo ist der denn? Sehen wir den auf der Karte? Wo ist denn der? Sirius? Ah, der ist da unten. Mann, das ist ja easy zu bekommen, Alter. Wie konnte ich mich gerade eben so dumm anstellen? Schnell, bevor er abhaut, bevor er entkommt. Wobei ich da doch schon sagen muss, er ist relativ flink, ne? Wenn ich kein Marathonikum reinschmeiße... Oh, er ist da oben. Ich muss echt ein Marathonikum reinwerfen. Das kann doch nicht sein. Bruder? Ich muss es halt echt tun, ne? Das ist schon echt traurig, aber... Ah, da kommen Erinnerungen hoch an den letzten Part, wo ich auch mit dem Marathonikum probiert habe, einen Yokai zu fangen und es hat nicht geklappt. So, er läuft zum Rathaus, beziehungsweise dann doch vom Rathaus weg. Ah, gut. Mein Name ist Nachmaduma. Ich bin ein Yo-Bandit. Mein Verbrechen verwendete ein Ei als Baseball und warf absichtlich schlecht. Ich wollte testen, ob das Ei hart gekocht war. War es nicht. Aber wenn es nicht hart gekocht war, dann heißt es, dass es vielleicht weich gekocht ist und alles in dein Gesicht ging. Und ich meine, so wie du aussiehst, kommt das sogar sehr gut hin, oder? Du miese Sau. Jetzt sterben sie. So, jetzt ist die Frage, was können wir denn jetzt noch so machen, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir könnten die Tomnian-Quest machen, wie gesagt, aber... Die Tomnian-Quest ist halt so eine Sache für sich. Ich habe gehört, dass sie sehr cringe sein soll, weil kein Mensch auf den Abschluss der Quest kommen kann. Ungefähr so wie das bei Nyanzis der Fall war.
dass man verschiedene Orte besuchen musste, verschiedene Leute ansprechen musste, von denen du jetzt nichts unbedingt im Vorfeld wusstest, wo du jetzt nicht dachtest, okay, da muss ich auf jeden Fall hin. Deswegen sträube ich mich davor so ein bisschen. Ich hab doch nur ein Ei geworfen, immer mit der Ruhe. Der Geruch legt sich bestimmt bald. Ja, bald. Du kannst es gerne von der Hauswand abkratzen. Kommissar Nathan, gute Arbeit bei der Jo-Banditen-Festnahme. Der Yokai, den du festgenommen hast, bringt dir 2400 BP. Das sind echt viele. Also, es klingt nach viel. Alles klar, ja, komm, hier, laber nicht so weit. Laber nicht so. Was? Was? Warum? Gesucht, Massenmurrer. Gefahr, Gefahr. Der Ausbrecherkönig Massenmurrer ist geflohen. Und hier, Shoutouts an die Entwickler und an, nee, besser gesagt, an die Übersetzer, denn Massenmurrer hieß in Yo-Kai Watch Wibble Wobble, in der deutschen Version von Puni Puni, Ausbrecherkönig. Und hier hat man seinen Wibble Wobble Vornamen genommen und hat den richtigen offiziellen Yo-Kai Watch Konsolennamen genommen, Massenmurrer. Und jetzt hat man zum ersten Mal die Kombination aus den beiden Namen gesehen. Ausbrecherkönig Massenmurrer. Ausbrecherkönig hieß er in Wibble Wobble, wie gesagt, und hier in Blasters und Yo-Kai Watch 3 heißt er Massenmurrer. Aber cool, dass man nochmal den alten Namen von ihm zurückgebracht hat. Der Sträfling ist in der Nähe. Sofort Notfallmaßnahmen einleiten. Was? Der Massenmurrer ist in die USA geflohen? Wer ist Massenmurrer? Ein Jo-Bandit, der schon zigmal aus der Jo-Haft entkam. Dieser Typ ist noch mal eine Stufe über den normalen Jo-Banditen. Soll das bedeuten, dass es für seine Festnahme eine große Belohnung gibt? Richtig. Kann ich mich darauf verlassen, dass du ihn festnimmst, Nathan? Ja. Kommissar klappt nicht, sieht irgendwie verzweifelt aus. Er müsste in der Nähe sein. Los geht's, Kommissar Nathan. Gut, wenn er in der Nähe ist, dann auf geht's. Dann wird er auch bestimmt angezeigt auf der Karte. Ja, er ist direkt hier rechts, lol. Glaube ich jedenfalls. Nein. Ist er nicht. Komm schon, wo ist der? Ich will ihn kriegen. Und klatschen. Die Frage ist, was für ein Symbol wird hier auf dem Touchscreen versteckt sein? Ist es wieder so ein lila Symbol? Wie bei den normalen Jo-Banditen? Oder ist es diesmal so ein rotes Symbol? Halt für einen Boss. Komm schon, bevor er abhaut. Ach komm schon. Das ist unnötig. Er war doch nirgendwo auf der Karte zu sehen. So ein Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Hast du 2 Sekunden Zeit, um ihn zu bekommen, weißt du? Das ist schlecht. Vor allem ganz in der Nähe. Er war halt nicht mal beim Rathaus, also wo ist das in der Nähe? Halt auch nicht gut, ne? Auch keine gute Übersetzung oder keine gute Definition. Aber okay. Und ob wir ihn jetzt jemals wieder bekämpfen können, ist auch die Frage, ne? Es sei denn, wir schaffen es vielleicht, den nächsten Sträfling zu Gesicht zu bekommen und vielleicht wird er dann wieder encountert oder so, aber ich weiß nicht. Jetzt wieder hier durch gesamten North Beach laufen. Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Wir machen heute die Norma-Quest. Komm. Was soll's. Ihr wisst es ja, Norma befindet sich ja hier beim Traumrad und wir machen die Quest jetzt. Ach ja, Nathan, das wollte ich noch erzählen. Ich habe eine Einladung bekommen. Eine Einladung? Ja, von der Firma, die Yo-Kai Watch herstellt. Die Joppel GmbH. Was? Ich habe das Gefühl, dass ich diese Geschichte schon irgendwo gehört habe. Hey Nathan, wollen wir zusammen zur Joppel gehen? Sicher doch. Darm ohne Erbarmen. Guten Darm. Darmen ohne Erbarmen. Katie aus dem Paralleluniversum erhielt eine Einladung in die Joppel GmbH. Zeit, als Fu 2 zurückzugehen. Also ist das quasi die zweite Norma-Quest, wenn man so möchte. Auf geht das. Juhu, ich habe gehört, dass man über den Uhrenladen in den USA zu Joppel gelangt. Darmen ohne Erbarmen. Kommst du jetzt mit in mein Universum? Ja, Mann.
Gehen wir. Ja, wir kennen die Animation. Wir wissen, dass wir dann einen Preis ziehen und dass wir zur Kapsel werden. Ja, ja, ja. Ja, also kein Preis diesmal, sondern wir werden direkt in die Kapsel reingeschleudert und sind jetzt Katie. Und Nathan ist einfach hinter uns. Das ist so lustig. Ach komm, ich würde die Quest ganz gerne auf aktiv schalten, Mann. Da wird sie automatisch auf aktiv geschaltet. Ich hoffe es. Na gut, dann auf nach East Pine. Ich wollte erstmal so automatisch mäßig nach Joppel reisen, in die Yokai World. Ging aber leider nicht. Daher, ja. Müssen wir bei East Pine den Weg laufen. Ist das übrigens schon die Fahrradkarosse, die wir geschenkt bekommen haben? Kann das sein? Also die, die wir eben beim Radrennen gewonnen haben. Möglich, ne? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich vorher ein blaues Rad gehabt habe. Howdy, lasst mich raten. Die Joppel GmbH Fabrikführung. Hä? Woher wissen Sie das denn? Oh, oh, oh. Ausgezeichnete Frage. Wer weiß? Ich glaube nicht, dass er uns jemals vernünftig antworten wird. Ich frage mich, wer er wirklich ist. Es ist alles bereit. Tretet durch diese Tür, um zur Joppel GmbH zu gelangen. Wow, das ist aufregend. Ich als Uhrenmacher verspüre große Anerkennung für die Joppel GmbH. Nun ja, genießt es. Alles klar, los geht's. Dann wollen wir mal. Ich find's halt immer noch voll cool, dass wir die gesamte Welt mit Katie erforschen können. Wobei ich der Meinung bin, dass wir nur die USA und nur soweit die Joppel GmbH besuchen können. Ich glaube nicht, dass wir mit Katie... Lol. Ich glaube nicht, dass wir mit Katie nach Lenzhausen kommen oder nach New York City. Und seht ihr da hinten den Darkbot? Wow, das ist also die Joppel GmbH? Sie ist riesig. Juhu, wie riesengroß. Katie sieht niedlich aus, wenn sie glücklich ist. Ja, moin. Was ist los? Gar nichts. Whisper kommt auch mal hinterher. Was für eine Ehre, hier sein zu dürfen, nicht wahr? Und das alles dank Katies harter Arbeit. Naja, mehr oder weniger, ne? Lol, Usapion aber erst alleine da. Erika existiert im Paralleluniversum, glaube ich, gar nicht. Sieht aus, als wären wir richtig. Oder ist sie doch da? Okay, sie ist doch da. Oh mein Gott, das ist die Joppel GmbH? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade irgendwie die Hauptstory nachspielen. An dem Punkt nämlich, an dem sich Erika und Nathan zum ersten Mal hier getroffen haben. Vor der Joppel GmbH. Coolio, ich bin Erika Dinneke. Du wurdest also auch eingeladen, was? Ja, es ist einfach der Punkt an der Hauptstory, an dem sich Erika und Nathan zum ersten Mal getroffen haben. Ich glaube Kapitel 7 oder 6 oder so. Ah, leckerer Boster. Ja, mein Name ist Katie Forrester. Schön, dich kennenzulernen. Coolio ist so eine interessante Art, Hallo zu sagen. Genau, es ist mein Lieblingsspruch. Das muss ich wohl auch mal ausprobieren. Oh, du hast auch eine Yokai Watch. Gelb ist so eine süße Farbe. Die passt bestimmt zu jeder Menge Klamotten. Wow, danke. Ich mag deine Watch auch, sie ist echt watchig. Das hat überhaupt keinen verflixten Sinn gemacht. Danke, das bedeutet mir echt viel von jemandem, der so stylisch ist, Erika. Meine Sensoren spüren bisher nie dagewesene Level an Girl Power. Es ist einfach der Growbot. In der Parallelwelt ist nicht der Joppelbot der Bot, der sich um alles kümmert hier, sondern der Growbot. Das heißt, auch im Paralleluniversum wäre quasi bei diesem Tower in New York City, dessen Namen ich vergessen habe, aber ihr wisst, welchen ich meine, der Don Vedetti Tower, da wäre dort wahrscheinlich der Joppelbot am Start. Ihr seid also gekommen, Piep. Jawohl. Oh wow, ein Roboter. Schau dir die Technologie an. Ein absolutes Meisterwerk. Warum starrst du mich so an? Hat der Roboter eine Fehlfunktion? Du bist nicht der Joppelbot, oder? Nein, mein Name ist Growbot. Merk es dir, ich war schon immer hier. Oh, okay.
Ich würde gern sagen, dass wir das Ganze hier hinter uns bringen können, aber die Vorbereitungen für die Führung sind noch nicht abgeschlossen. Daher geht's nicht. Sprecht doch mit den anderen hier, während ihr wartet. Wir spielen einfach gerade die Hauptstory nach, nur als Erika und nicht als Nathan. Nur dann ist die Frage, wo sind Koma-san und Komajiro? Ja, Mois. Dann ist die Frage, ne? Ja! Wir kommen nicht nach Lenzhausen. Scheiße, Bruder. Hallo, ich bin es, jedermanns liebstes Yokai-Star Fixie Fox. Was? Noch ein Mädchen? Ha, wieso sind hier keine adretten Kerle? Ich wollte euch mit meiner Anwesenheit beehren, da Joppel eine äußerst renommierte Firma ist. Aber das hier ist unakzeptabel. Hm. Glatzia, moin. Was? Hier sind sogar Menschen. Habt ihr eine Einladung von der Joppel GmbH? Denkt ihr, sie werden uns die Anlage zeigen? So aufregend. Ja, Sirius. So, Sukubinchen. Ich bin der Anführer der Tornado League, dem Yokai-Helden-Team. Man nennt mich Sukubinchen. Tut ihr das ruhig auch. Egal, was hier wohl... was wird hier wohl passieren? Gute Frage. Ich bin Prinzessin Perltrud. Ich bin vom Drachenpalast angereist. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, warum ich hierher bestellt wurde. Wenn ich viele Freundinnen gewinnen kann, bin ich hoch erfreut. Oh, die kennen wir auch schon. Ihre Quest haben wir auch schon mal getan oder erledigt. Katie, es ist lange her. Kannst du dich an mich erinnern? Ihr beiden kennt euch? Vor langer Zeit wurde ich verflucht und in einen Stein verwandelt. Katie hat mich gerettet und seither hilft sie mir manchmal. Schön, dich hier zu sehen. Nathan hat dich gerettet. Aber von... Ja, komm. Wenn du meinst, dann hat's eben Katie getan. Naja. Nun, dann lasst uns endlich anfangen. Kommt alle her. Wow, es wird langsam aufregend. Sieht aus wie eine Führung nur für Mädchen. Was die wohl planen? Stimmt, jetzt gerade fällt's mir auch auf. Also, na gut, Nathan ist der einzige Kerl und Usapion und Shibanyan, also... Ich denke, die werden am Ende des Tages ausgeschlossen. Sollte das hier nicht eine Fabrikführung werden? Es wird Zeit, ohne Erbarmen zu entscheiden, wer hier die Nummer 1 ist. Die Nummer 1 von was? Diejenige, die am würdigsten ist, die Yokai Watch zu tragen. Anders gesagt, die Heldin Nummer 1. Was? Bin gleich zurück. Ich hole schnell mein Sailor Phantasia-Kostüm. Okay. Die Person, die zu Nummer 1 gemacht wird, ist am heldenhaftesten? Absolut korrekt. Ihr wurdet alle als Kandidaten für die Heldin Nummer 1 ausgewählt. Heldin, sagst du? Das werde natürlich ich sein. Als Vertreter der klassischen Yokai werde ich nicht ohne Kampf aufgeben. Prinzessinnen machen sich gut als Heldinnen, oder? Eine Heldin, was? Heldin sein ist nicht alles, aber das hier scheint spaßig zu werden. Na dann mal los! Los, Katie, geben wir unser Bestes! Okay, lass uns jedem die wahre Bedeutung von Girl Power zeigen. Das ist gerade voll nach dem Motto Charlie und die Schokoladenfabrik. So süß. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen sie antreten soll. Ich esse meinen verflixten Helm, wenn du gewinnst, Erika. So gern ich das sehen würde. Ich glaube nicht, dass ich gewinne. Bitte hört jetzt auf zu reden. Ihr seid mir zu laut. Begrüßt zuerst den Chef der Joppel GmbH. Mal schauen, wer das ist, oder? Ganz kurz. Okay, wir können uns nirgendwo in der USA oder in der Yokai World rumporten. Boah, ist das hier limitiert. Na gut, mal schauen, wer der Chef ist. Gucken wir mal. Moment. Lass mich mal ganz kurz was ausprobieren. Ich gehe mal kurz zum Aokai und schau mal, ob ich zwischen Erika und Katie wechseln kann. Ich kann hier nicht speichern. Oh, kann ich doch. Sie haben nur die Funktion deaktiviert, dass man am Aokai die Yokai wechseln kann und speichern kann und auch somit die Protagonisten wechseln kann. Hammerhart. Gut, hier runter kommen wir erstmal noch nicht. Aber es ist heftig, Alter. Hier ist einfach genau das gleiche geschehen wie in der Hauptstory, als wir uns hier zum ersten Mal umgeschaut haben. Gleich kommen bestimmt noch die ganzen Stalker und Fans, ich sag euch das. Dieser Knilch ist mein Firmenchef, Mark Zuckerberg. Ob den Firmenchef einen Knilch zu nennen so eine gute Idee ist?
Hallo miteinander. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin so aufgeregt, dass ich den Firmenchef treffe. Vielen Dank, dass wir heute hierher kommen durften. Was soll das plötzliche Füße küssen? Geht der Wettkampf schon los? Wow, echt? Wir sind beide Meeresbewohner. Das verschafft mir doch bestimmt einen Vorteil. Ach ja, ich habe gehört, dass wir sogar Menschen dabei haben. Coolio, Supernerd Erika Thomas. Oder Thomas. Stets zu Diensten. Nicht Erika Deneke? Warum auf einmal Thomas? Verflixt Erika. Supernerd wird dir wohl kaum Punkte einheimsen. Ich weiß, was ich tue. Es geht darum, im Gespräch zu bleiben. Es geht darum, eine verflixte Heldin zu sein. Genau wie die Erika im anderen Universum, hä? Erika ist immer so lustig. Sagt mal, was ihr von dem bevorstehenden Damen ohne Erbarm-Contest haltet. Die Heldin ist jede von ihnen. Es sind einfach alle so süß. Wieso können wir nicht alle die Nummer 1 sein? Können wir das nicht so machen? Oh ja, ich verstehe. Das ist es, was ich von dir erwartet habe, Katie. Wow, Katie war toll und so süß. Hey Chef, Sie müssen zu Ihrer nächsten Sitzung. Oh ja, da hast du recht. Danke, Grobot. Da seht ihr die neueste Erfindung der Joppel GmbH. Immer einen Schritt voraus. Ich bin ein guter Roboter. Nun denn, wenn ihr mich bitte entschuldigt, viel Glück euch allen bei Damen ohne Erbarmen. Danke. Guten Damen. Okay, es gehen jetzt alle zum nächsten Schauplatz. Zurück zum Eingang, dann in den Keller. Versammelt euch bei der Fertigungsstraße. Wir werden also bei der Herstellung von Yo-Kai Watches zusehen können? Uhu, wie aufregend. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lass uns hingehen, sofort. Ja. Ihr habt das mit Damen ohne Erbarm aber noch nicht vergessen, oder? Na, hoffentlich nicht. So, alles klar, Brudengos. Hier beenden wir aber erstmal den Part. Und beim nächsten Mal geht's mit uns zur Fertigungsstraße. Wow. Was ein Déjà-vu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns. Haut rein. Und also bye.